Kaffee. So. Ich freue mich sehr, Ihnen Professor Dr. Ino Augsberg vorzustellen. Es ist der letzte Vortrag, der, glaube ich, in sehr spannenden Maße die Frage der Kreation und vor allen Dingen auch des schöpferischen Subjekts in den weiten gedanklichen Horizont von Recht und Philosophie stellen wird. Professor Dr. Augsberg schloss das Studium der Philosophie ab mit einer Promotion 2001 zu Hegels Ästhetik und er hat dann 2008 seinen zweiten Doktor erworben mit einer Promotion in Rechtswissenschaften bei dem sehr bekannten Staatsrechtler Karl-Heinz Ladeur. Und er hat mit ihm auch gemeinsam eine sehr interessante Streitschrift herausgegeben zu Toleranz, Religion und Recht, die wirklich sehr lesenswert ist, soweit ich sie verstanden habe, muss man sagen. 2013 habilitierte er hier in München an der LMU und seit dem Wintersemester 2013, also recht frisch, ist er Professor für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Universität Kiel und es ist einer, wie ich gestern gelernt habe, wenigen Lehrstühle, die diese Kombination eben von Rechtsphilosophie mit praktischen Ausbildung im öffentlichen Recht kombiniert und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein, danke sehr herzlich für die Einladung. Ich freue mich auch, als Letzter sprechen zu können. Das hat ja den Nachteil, dass man zur Wiederholung gezwungen ist, gewissermaßen. Vieles ist schon gesagt worden, aber von mir noch nicht. Deswegen bin ich also zu bestimmten Wiederholungen dann wahrscheinlich verpflichtet. Gleichzeitig ist die Aufgabe natürlich, die nicht bloß zu wiederholen, sondern in der Wiederholung dann doch etwas Neues hinzuzufügen. Und das ist performativ genau die Situation, über die ich sprechen möchte. Also insofern eine glückliche Situation. Ich möchte sprechen auch über die Spannung zwischen zwei Begriffen, nämlich zwischen dem Begriff des Originals und dem Begriff der Kopie. Wir haben heute schon den Originalkünstler kennengelernt und uns gefragt, wer die Gegenfigur ist, Herbert Tracki vielleicht. Aber über diese Spannung möchte ich sprechen und vor allen Dingen über die Figur der Kopie, die einen Wandel vielleicht durchläuft von einem, man könnte sagen, ontologisch-epistemologischen Konzept zu einem juridischen Konzept. Und das wird mein Thema sein unter diesem Titel Pensée s'est trouvée la bonne citation. Da komme ich auch zurück. Ich fange an mit einer popkulturellen Referenz. Nämlich einem kleinen Comicstrip eines amerikanischen Autors, Bill Watterson, in dem es eine Sequenz gibt, wo der kleine Tiger seinen Freund Calvin fragt, na, er müsse doch nun eine Geschichte schreiben und ob er für diese Geschichte denn schon eine Idee hat. Und der kleine Junge entgegnet ganz empört, nein, er warte noch auf Inspiration. Man könne doch Kreativität nicht an- und abstellen wie einen Wasserhahn. Nein, im Gegenteil, you have to be in the right mood. Das ist die Ausgangsposition für die Kreativität. Und dann fragt der Tiger höflich nach, naja, welche Stimmung soll das denn sein? Welche Stimmung muss es sein? Und der kleine Junge antwortet, last minute panic. Die Situation als solche ist, glaube ich, jedem, der, ob vor dem weißen Blatt oder vor der weißen Leinwand, künstlerisch oder wissenschaftlich mit einer nahenden Deadline konfrontiert ist, nur allzu vertraut. Für unser Thema, Kreativität, ist sie vor allem deswegen relevant, weil sie auf eine bestimmte Grundspannung hinweist, die im Konzept der Kreativität offenbar angelegt ist. Der spezifische Horror-Vakuum eben angesichts des weißen Blattes oder der leeren Leinwand, der insofern entsteht, kann offenbar ganz gemäß der alten spinozistischen Lehre, wonach nur eine Stimmung durch eine andere Stimmung verdrängt werden kann, ihrerseits nur durch eine neue Stimmung verdrängt werden und sei es eben die Panik vor der auslaufenden Frist. Eine solche Stimmung wiederum, eine Gegenstimmung, entzieht sich der Verfügungsbefugnis des Subjekts. Sie kann eben nicht einfach wie ein Wasserhahn an- oder abgestellt werden. Die Stimmung, so heißt es vielmehr in einer berühmten Analyse bei Martin Heidegger, die Stimmung überfällt uns. Sie überkommt das Subjekt und beeinflusst seine gesamte Weltsicht, ohne dass der Einzelne daran sehr viel ändern, etwas dafür oder dagegen unternehmen könnte. Bezogen auf unser Thema Kreativität ist der klassische Topos für diese Situation die auch von Calvin ins Spiel gebrachte Figur der Inspiration, die für den künstlerischen Prozess erforderliche oder dem Prozess zumindest förderliche Anwesenheit der Musen, leider sind die beiden Damen jetzt nicht mehr hier,
sind deutlich offensichtlich in dieselbe Richtung. Jeweils in Rede steht die Spannung zwischen dem, was das Subjekt aus sich heraus wirklich neu zu schaffen in der Lage ist und was ihm als Eingebung von außen allererst zukommt. Diesseits allegorischer Verdichtungen des Phänomens, wie sie etwa im Musenkuss zur Sprache kommen, diesseits natürlich aber auch der unmittelbar theologischen Konnotation, wie sie noch in dem Namen Calvin ja eigentlich sehr schön zur Sprache kommt oder nachhallen mag, diesseits dieser Überlegungen handelt es sich um das Problem, inwieweit Kreativität notwendig auf vorgegebene Strukturen, Versatzstücke etc. zurückgreifen muss und diese lediglich neu arrangiert, oder ob tatsächliche Neuschöpfungen in einem emphatischen Sinne überhaupt möglich sind. Das klassische Paradigma für eine solche Situation ist offensichtlich der Sprachgebrauch. Einerseits müssen wir, um uns untereinander überhaupt einigermaßen konsonant verständigen zu können, auf vorgegebene Stereotypen, Strukturen, Begrifflichkeiten zurückgreifen. Das ist der Sinn der Rede davon, dass eine rein private Sprache weder sinnvoll noch überhaupt möglich sein kann. Andererseits liegt in jedem Sprachgebrauch zumindest noch ein Stück weit der Versuch, die Grenzen des bloß Konventionellen zumindest auszutesten und auf ihre eigene Belastbarkeit hin zu erproben. In der modernen Lyrik wird diese Tendenz sicherlich explizit, aber sie gehört der modernen Lyrik eben keineswegs ausschließlich exklusiv an. Aus dieser Perspektive auf die Sprache zeigen sich dann auch enge Verwandtschaftsverhältnisse, Familienähnlichkeiten des Problemfelds Kreativität mit Phänomenen aus anderen Bereichen. Die skizzierte Spannungslage lässt sich entsprechend dann etwa für die Spontanität des theoretischen Erkennens und die Autonomie des moralischen Subjekts benennen. In einer ontologischen Sichtweise liegt der Vergleich zum Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit nahe. Im künstlerisch-ästhetischen Bereich ist das Phänomen aber offensichtlich besonders präsent. Darauf verweisen nicht zuletzt unsere entsprechenden Begrifflichkeiten, die jenseits der vorwiegend theologisch konnotierten Creatio ex nihilo stets die Spannung zwischen einem bereits vorgegebenen und der echten Innovation mit sich führen. Der kreative Prozess, wir wissen es, vollzieht sich eben als Erfindung, als Schöpfung von einem ja auch bereits vorliegenden, als Entdeckung, als Hervorbringung oder als Produktion des lateinischen Pendant. Im Folgenden möchte ich diese Grundspannung durch eine knappe, notwendig vergröbernde Geschichte der Kunsttheorie von der Antike bis zur Gegenwart näher erläutern. Und Geschichte meint in diesem Sinne natürlich auch Narration. Vor dem Hintergrund dieser Skizze frage ich dann in einem weiteren Schritt als Jurist, was aus der spezifisch rechtstheoretischen Sicht zu dem Phänomen des kreativen Prozesses in seinen vielfältigen historischen Deutungen zu sagen sein könnte, und stelle an das Ende des Vortrags, dem Titel gemäß entsprechend, natürlich ein Zitat. Also, zweiter Schritt, kurze Geschichte der Kunsttheorie. Haben wir gerade auch schon Ansätze zu gehört, auch insoweit eine Rückanknüpfung an das Gehörte. In der antiken Konzeption, ausdrücklich bei Aristoteles, der Sache nach aber ebenso bereits bei Platon, ist die Angelegenheit relativ klar. Kunst ist Nachahmung, Mimesis der Natur. Sie imitiert die Natur, die ihrerseits nur dadurch existiert, dass sie das ewige Reich der Ideen nachahmt. Metaxis. Jenseits der Feinunterscheidung zwischen Mimesis und Metaxis handelt es sich demnach um einen mehrfach gestuften Prozess der Nachahmung, in dem das imitierte Original niemals erreicht, geschweige denn übertroffen werden kann. Das Pendel schlägt demnach einseitig zur Seite der Vorgegebenheit aus. Diese Perspektive behält das christliche Mittelalter bei. Das Paradigma des göttlichen Schöpfungsprozesses als Creatio ex nihilo führt hier jetzt gerade keineswegs dazu, dass die menschliche Imitatio Dei auch auf diesen Bereich übertragen wird. Ganz auf der antiken Linie wird Schöpfung vielmehr als abgeschlossener, vollendeter Prozess verstanden, der nicht durch den Menschen willkürlich verändert oder gar verbessert werden kann. Kunst als schöpferischer Prozess im Sinne der Nachahmung der Natur meint vor allen Dingen Nachahmung der Naturata, nicht der Natura Naturans. Die Kreativität des künstlerischen Prozesses bleibt also weiter ganz am Prinzip des Vorgegebenen orientiert. Ars imitator naturam ist auch hier also der Topos, auf den zurückgegriffen wird. Diese Perspektive wandelt sich nur allmählich. Immerhin allmählich entsteht ein stärkeres Selbstbewusstsein bezüglich des Eigenwerts der spezifisch menschlichen Leistungen. Gewisse vorsichtige Ansätze in diese Richtung finden sich etwa bei Nikolaus von Kues,
der bezeichnenderweise einen Handwerker und keinen Künstler, nämlich einen Löffelschnitzer, betonen lässt, dass es für sein Werk kein eigentliches Vorbild, kein Eidos in der Natur gebe. Diese Perspektive wird dann im Folgenden immer weiter ausgebaut. Es entwickelt sich ein generelles Bewusstsein davon, dass der Mensch in der Lage ist, nicht nur Vorgegebenes nachzuahmen, sondern selbst etwas Neues zu schaffen. Die Entwicklung kulminiert, wir haben es schon heute auch mehrfach gehört, im romantischen Kunstbegriff. Die Verselbstständigung des Schaffensprozesses gegenüber den Zwängen des Vorgegebenen geht nun so weit, dass die Wirklichkeit des einzelnen Werks sogar weitgehend hinter die gewissermaßen per Definition nie ausgeschöpften Möglichkeiten des genialen Subjekts zurücktritt. Einerseits wird auf diese Weise das einzelne Werk aufgewertet, weil es auf eine bis dahin unbekannte Weise an seinen individuellen Schöpfer zurückgebunden, diesem als durch niemanden sonst zu leistende Schöpfung zugeschrieben und damit selbst einzigartig wird. Das Konzept Autor in einem emphatischen Sinne ist eine durchaus romantische Innovation. Andererseits wird das konkrete Werk zugleich entwertet, weil die Verwirklichung des Kunstwerks hinter dessen Möglichkeiten, vor allen Dingen hinter den Möglichkeiten des künstlerischen Subjekts, stets zurückbleiben muss. Um diese Situation dann nicht zu kaschieren, sondern zu artikulieren, bleiben viele Werke bewusst unvollendet. Die Liebe der Romantik zu Fragment und Ruine fungiert als Verweis auf die höheren Möglichkeiten des genialen Subjekts, denen gegenüber jede reale Objektwelt als notwendig defizitär empfunden werden muss. Das ist der Schritt. Der nächste Schritt führt dann wiederum zurück von dieser Figur des genialen Subjekts. Und schon bei Hegel können wir diese Extremposition des romantischen Subjekts in ihrer Kritik wiederfinden. Schon bei Hegel wird diese Extremposition, die gegenüber dem antiken Modell das Pendel nun in die ganz andere Richtung ausschlagen lässt, relativiert. Gegen das romantische Geniepathos gewendet, formuliert er programmatisch einen erforderlichen Rückbezug auf das Werk. Hier ein etwas längeres Zitat. Das Höchste und Vortrefflichste ist nicht etwa das Unaussprechbare, sodass der Dichter in sich von noch größerer Tiefe wäre, als das Werk dartut, sondern seine Werke sind das Beste des Künstlers und das Wahre, was er ist, das ist er. Was er aber nur im Innern bleibt, das ist er nicht. Ja, ganz kurz, wenn ich Sie unterbreche, ich habe ein Signal bekommen, Ihr Vortrag wird als ausgesprochen interessant empfunden und sehr bedenkenswert, aber manche Teilnehmer haben ein Problem ihrer Geschwindigkeit. Ah, sehr gut, ich werde es verlangsamen. Diese Tendenz zur Entsubjektivierung, die wir jetzt hier in diesem Hegel-Zitat ganz prägnant finden, die findet sich ein großer zeitlicher Sprung, noch sehr viel deutlicher in künstlerischen und kunsttheoretischen Positionen der Moderne. Positionen, auf die wir heute im Laufe des Tages auch schon zurückgekommen sind. So unterschiedlich diese Positionen für sich genommen jeweils sind, so sehr haben sie bemerkenswert häufig einen gewissen gemeinsamen Fluchtpunkt in der bewussten Abstandnahme vom Konzept eines eigenständigen Schöpfungsprozesses, der durch ein individuelles Subjekt vollzogen wird. An die Stelle des romantischen Genies, diese Konzeption, von der sich bereits Hegel abgrenzt, an die Stelle dieses romantischen Genies tritt die Forderung nach einer wieder verstärkten Hingabe an das Objekt. Bekannte Schlagwörter wie Écriture automatique, Objet trouvé, ready-made, das hatten wir ja heute schon gehört. Diese Schlagwörter deuten das für den Bereich der Literatur und der bildenden Kunst ebenso an, wie die im Kontext der theoretischen Erfassung der sogenannten neuen Musik von Adorno gebrauchte Rede von einer Tendenz des Materials, der man sich zu fügen habe. Also in dem Fall, in dem Zusammenhang nicht bloß, also schon der frühere Adorno, der Alban-Berg-Schüler, der von der Tendenz des Materials ausgeht und nicht über die bloße Zufälligkeit, also von der Zufälligkeit entfernt, aber eben dieses Sich-Fügen dem Objekt als einen Prozess des künstlerischen Schaffens für seine eigenen Kompositionen auch benennt. Über Duchamp könnte man natürlich, hatten wir heute ja auch schon drüber gesprochen, noch kritisch anmerken, dass in diesem Ready-Made natürlich auch ein Stück weit Selbstmythisierung steckt und man wahrscheinlich mit guten Gründen auf das Beuys-Diktum zurückgreifen kann. Das Schweigen des Marcel und Duchamp wird überbewertet, ohne darüber in dem Zusammenhang über das Reden von Joseph Beuys etwas sagen zu wollen. Auf den
Begriff gebracht wird diese Tendenz zur Entsubjektivierung der Kunst in den 1960er Jahren durch die strukturalistische und poststrukturalistische Literaturtheorie. Die vielberufene und vermutlich ebenso oft missverstandene Rede vom Tod des Autors hat hier ihren Platz. Sie muss als eine Gegenbewegung zum romantischen Autorbegriff und seiner Überbetonung der individuellen Innerlichkeit, die sich in der Äußerlichkeit der Sprache nur unzureichend wiedergeben lasse, verstanden werden. Die Insistenz auf der notwendig sprachlichen Vermittlung aller Erfahrungen entsetzt das romantische Genie aus seinen behaupteten, auf subjektiver Empfindung beruhenden Erfahrungsreichtümern. Sie versetzt das romantische Genie zurück in die Zwänge eines allgemeinen Sprachgeschehens, demgegenüber nunmehr umgekehrt alle lebendige Erfahrung als ein bloßes Sekundärphänomen erscheinen soll. Für diesen Perspektivwechsel, für diese Perspektivumkehr kann man als einen besonders prägnanten Kronzeugen Roland Barthes zitieren. Ach so, das ist noch Herrn Duchamp, damit kann man Jurastudenten immer noch beeindrucken und sagen, welches ist das Kunstobjekt. Aber das also das Roland Barthes Zitat. Der Text ist ein Geflecht von Zitaten, die aus den 1000 Brennpunkten der Kultur stammen. Der Schreiber, der die Nachfolge des Autors antritt, hat keine Leidenschaften, Stimmungen, Gefühle oder Eindrücke mehr in sich, sondern jenes gewaltige Wörterbuch, aus dem er ein Schreiben schöpft, das keinen Stillstand kennen kann. Das Leben imitiert nur das Buch, und dieses Buch ist selbst nur ein Geflecht aus Zeichen, verlorene, endlos aufgeschobene Imitation. Da haben Sie also diese Umkehrbewegung des Imitationsgestus in einer ganz prägnanten Perspektive. Für die Wissenschaft, namentlich natürlich für die Literaturwissenschaft, kann dann selbstverständlich nichts anderes gelten. Auch sie ist in diesem Sinne nicht mehr der geniale Entwurf des einzelnen, individuellen Subjekts, das voller Stolz die eigene Unbelesenheit als Ausweis der eigenen Originalität zum Besten gibt. Das haben Sie beispielsweise noch bei jemandem, der ja wirklich des Romantizismus jetzt relativ unverdächtig ist, wie Nietzsche. Die Wissenschaft muss sich vielmehr von dem Material, mit dem sie sich auseinandersetzt, jetzt in dieser Barthschen Perspektive in gewisser Weise tragen lassen, sich von dem Material begründen lassen. Und dieses Sich-Lassen haben wir heute auch schon mehrfach gehört, also ein Medium gewissermaßen im grammatischen Sinn. Der im Titel meines Vortrags zitierte Ausspruch des belgischen Literaturwissenschaftlers Paul de Man, Pensez, c'est trouver la bonne citation, deutet in genau diese Richtung. Der kreative Prozess als eine wissenschaftliche oder künstlerische Erfindung ist wieder auf das ihm sprachlich ohnehin innewohnende Finden zurückgeführt. Nächster Punkt zur Frage, was können wir jetzt, können wir uns von diesem Geniekonzept, also diese Verabschiedung vom Geniekonzept, wie können wir die in der Gegenwart beobachten? Ich würde dafür auf eine Entwicklung rekurrieren der jüngeren Zeit, in der so etwas wie eine Renaissance des Geniekonzepts mir aufzuschauen scheint, nämlich die Plagiatsdebatten. In der jüngeren Zeit wurde das Verhältnis von Autor und Werk in dieser Hinsicht noch einmal neu beleuchtet, nämlich durch öffentlichkeitswirksame Debatten, insbesondere bezüglich des Falls der Dissertation des damaligen Bundesministers der Verteidigung, bei dem ihr Autor, wenn er denn der Autor war, das in der Arbeit selbst zitierte ehemalige Motto der Vereinigten Staaten von Amerika, E pluribus unum, offenbar zu stark auf sich und seine eigene Arbeitsweise hatte wirken lassen. Dass jemand, der im Flugzeug Richtung Afghanistan mit Helm, schusssicherer Weste und Sonnenbrille sich ablästen lässt, die Dimension der Darstellung, vor allem natürlich der eigenen Person, höher als die Dimension der Herstellung, etwa von Entscheidungen oder Dissertationen, schätzt, das hätte man vielleicht schon früher ahnen können. Vor allem in den Feuilletons Hohe Wellen schlug zudem auch ein weiterer Fall, nämlich der Debütroman einer noch äußerst jungen Autorin, in dem diese eine Fülle von doch durchaus überraschenden Lebenserfahrungen preisgab und bei der sich dann bei näherem Hinsehen ergab, dass diese Fülle von Lebenserfahrungen sich dadurch weitgehend dadurch ergeben hatte, dass eine ganz weitere, fast ebenso große Fülle undeklarierter Übernahmen aus anderen
und den Quellen, anderen Büchern, insbesondere aus einem Internetblog zu konstatieren waren. Auf diesen Fall komme ich dann am Ende nochmal zurück. Aus der speziell juristischen Sicht pikant war schließlich der Nachweis der vielfältigen versteckten Übernahmen aus anderen Texten ausgerechnet in einem Werk, das zeigen wollte, wie ordnungsgemäßes rechtswissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Naming and Shaming. Juristische Arbeitstechniken und Methoden hieß das Buch, das einen Münsteraner Ordinarius gemeinsam mit seinen beiden Habilitanten als Autoren auf dem Titel jedenfalls nannte, Untertitel Wissenschaftliches Arbeiten für Juristen in Zeiten des Internets. Hier schlug nun die Selbstreferenzialität des Plagiatswesens besonders muntere Wolken, wenn Sie das mal kontrollieren wollen, dass aus der Wikipedia nicht ohne weiteres zitiert werden dürfe, übernahmen die Autoren ohne weiteren Nachweis aus der Wikipedia. Nimmt man die öffentliche Empörung über die in diesen drei genannten und natürlich auch weiteren Fällen praktizierten Collage-Techniken zum Maßstab, dann scheint sich doch darin so etwas abzuzeichnen wie eine Rückwendung auf eine wieder stärker subjektiv genieästhetische Perspektive. Dass Autorschaft ohne Bezugnahme auf frühere Texte gar nicht vorstellbar und demnach der genial alles selbst erfindende Autor seinerseits nur eine Fiktion ist, das wurde zwar in dem Fall des literarischen Werks, also in dem Fall Helene Hegemann, wenigstens diskutiert, aber auch in diesem Fall eigentlich im Ergebnis kaum akzeptiert. Damit komme ich zum nächsten Schritt. Eine nähere Analyse der Fälle setzt nun nicht nur die Frage nach möglichen Unterschieden zwischen dem künstlerischen und dem wissenschaftlichen Bereich voraus. Sie muss zudem den urheberrechtlichen und den ökonomischen Kontext des gesamten Geschehens mit in Rechnung stellen. Das leitet eben über zu dem, was ich in einem dritten Schritt mit Ihnen machen möchte, nämlich zur Frage nach den möglichen speziell juridischen Formen, die wir jetzt auf unsere allgemeine Fragestellung applizieren können oder die Form, die diese Fragestellung für uns annehmen kann. Vor dem Hintergrund dessen, was ich bislang hier als Problementwicklung versucht habe zu skizzieren, erscheint mir wenigstens dreierlei bemerkenswert. Erstens das Verhältnis des Genie-Konzepts und der Entstehung des Urheberrechts. Zweitens der Bezug der Kreativität und zwischen dem Konzept der Kreativität und dem, was wir für das traditionelle Grundrechtsverständnis halten oder vielleicht was wir als Grundrechtsverständnis weiterentwickeln müssten. Und drittens schließlich die nicht spezifisch poetologische, sondern eben spezifisch juridische Beurteilung der Plagiatsdebatte. Erster Punkt, das Genie und sein Urheberrecht. Es ist durchaus erstaunlich und bemerkenswert, dass man eine gewisse Koevolution beobachten kann zwischen einerseits der romantischen Genieästhetik und andererseits der Entstehung des Copyrights-Verfahrens in England, Frankreich wie in Deutschland. In dem Moment also, in dem ästhetisch das Modell Autor seinen höchsten Triumph feiert, wird zugleich dessen Status rechtlich und damit auch ökonomisch abgesichert. Die unautorisierte, vom Autor nicht gestattete Vervielfältigung eines Werks ist jetzt kein Dienst an diesem Werk mehr. Sie wird als unzulässige Bereicherung auf Kosten des Autors verboten. Nun verbieten sich ihrerseits natürlich einfach monokausale Zuweisungen in die eine oder andere Richtung. Wir können also nicht einfach davon sprechen, dass das Copyright die Genieästhetik geprägt hätte oder umgekehrt. Man kann eher eben nur von einer Koevolution sprechen. Aber immerhin, auch wenn wir von diesem koevolutionären Moment ausgehen, liegt damit doch im Ergebnis eine durchaus prägnante Verknüpfung ästhetischer, juridischer und ökonomischer Kategorien vor. Das künstlerische Subjekt ist nunmehr derjenige, der über seine Schöpfungen in rechtlich geschützter Weise wirtschaftlich verfügen kann. Die unterschiedlichen Sphären stützen sich also wechselseitig. Rechtlich wie ästhetisch wird dabei vom Primärreferenzpunkt Objekt auf den Primärreferenzpunkt Subjekt umgeschaltet. Zweite Beobachtung zur Kreativität und als Schutzobjekt der Grundrechte und der Frage, inwieweit die Grundrechtstheorie darauf reagiert. Wir können von dieser koevolutionären, wechselweisen Stützung von Genieästhetik, ästhetischer Formation also im Allgemeinen und juridischer
Figur durchaus eine Verbindungslinie ziehen zum allgemeinen Grundrechtsdenken. Die übliche Lesart besteht darin, dass Grundrechte schlicht Rechte des Einzelnen sind. Das ist das, was hier naheliegt. Grundrechte sind individuelle Rechte des jeweiligen Bürgers. Dieser üblichen Lesart ist in jüngerer Zeit mit dem Hinweis begegnet worden, durch diese Lesart würde eine weitere wichtige transsubjektive Funktion der Grundrechte verkannt. Und das geht zum einen aus bereits vom Wortlaut. Wenn Sie das Grundgesetz aufschlagen, ich habe nicht, was Juristen sonst ja immer haben, diese wunderbare Gesetzessammlung dabei, aber versuchen Sie sich vorzustellen, wenn Sie das aufschlagen, stellen Sie fest, dass erstaunlich wenig von dem Künstler, dem Berufstätigen, dem Wissenschaftler die Rede ist, sondern das ist alles objektiviert, Kunst und Wissenschaft sind frei. Und hat das eine Relevanz? Man könnte immerhin dahin das so verstehen, dass es eben gerade nicht nur um den Schutz von Individualpositionen geht, sondern dass es um den Schutz der Unabhängigkeit ganzer Sozialbereiche zu tun ist. Zweitens, so diese Vertreter dieser Auffassung, der ich mich durchaus in Teilen zurechnen würde, zweitens verkenne die subjektivistische Verengung des Grundrechtsverhältnisses, in welchem Maße das Rechtssubjekt in sich selbst erst einer wiederum rechtlich abgesicherten sozialen Kommunikationssphäre zu verdanken ist. Das kann man sehr gut am Wissenschaftsbereich exemplifizieren, in dem Moment, in dem Sie einfach sagen, als Wissenschaftler werden Sie selbstverständlich nicht geboren. Sie werden als Wissenschaftler in gewissem Sinne kreiert durch die Aufnahme, die ritualisierte Aufnahme. Wenn Sie mal an Habilitationsprozessen anwesend waren, dann können Sie den ethnologischen Mehrwert solcher Geschehnisse durchaus nachvollziehen. Also die ritualisierte Aufnahme in eine Community und deren spezifische kommunikative Verhaltensweisen. Genereller gesprochen erscheint also sogar für die subjektphilosophisch basale Figur der Autonomie es durchaus nicht abwegig zu sagen, dass eben diese Autonomie ihrerseits das Ergebnis eines sozialen Konstruktionsprozesses ist und dieser soziale Konstruktionsprozess seinerseits grundrechtlich abgesichert wird. Also Autonomie nicht ein gewissermaßen natürliches Residuum dessen, was dann das positive Recht und woran das eine positive Recht anzuschließen hätte. In eben diese Richtung scheint offenbar auch der Zusammenhang von Geniediskurs und Copyright-Modell zu deuten. Auch damit wird klargestellt, dass die überkommene Subjektzentrierung keine bloße Naturgegebenheit, sondern eine historische Entwicklung und eine historische Entwicklung, die eben zumindest parallel verläuft ist. Der Quervergleich zum Bereich der Ästhetik macht zudem noch einen weiteren Aspekt deutlich. So sehr das genieästhetische Modell als einseitig aufgewiesen werden kann, so wenig kann die Spannung innerhalb der Kreativität einseitig zugunsten einer Vorprägung durch Vorgegebenes aufgelöst werden. Wir können also in dem Sinne von einer historisch zu konstatierenden Bipolarität ausgehen, die wir aber nicht zur einen oder zur anderen Seite auflösen können, aber auch nicht einfach dialektisch in dem Sinne, dass wir entweder sagen, jedes Ding hat zwei Seiten oder gar synthetisierend zu einer höheren Figur des Dritten übergehen, sondern wir müssen diese Spannung im gewissen Sinne offenbar aushalten. Es bleibt in diesem Geschehen ein Überschuss, der nicht restlos in den eigenen Voraussetzungen aufgeht, aber es bleibt eben auch, dass es solche Voraussetzungen gibt, die ihrerseits Bedingungen dieses Überschussgeschehens sein müssen. Diese Logik des Überschusses kann man nun wiederum auf die Grundrechtsverständnisse und das Grundrechtsverständnis übertragen und dementsprechend die subjektive Lesart der Grundrechtstheorie aus einer etwas angereicherten Perspektive nochmal zurück gewissermaßen Renaissance feiern lassen. So sehr die Grundrechte als sozial konstruierte Institutionen verstanden werden müssen, so sehr bedeutet doch die Ermächtigung des Einzelnen auch eine Lizenz zur Überbietung der eigenen transzendentalen Voraussetzungen. Grundrechtsschutz in diesem Verständnis bezieht sich zwar auch auf die kommunikativen Grundstrukturen, ohne die etwa Wissenschaft, Kunst etc. gar nicht möglich wären. Der Grundrechtsschutz erschöpft sich aber nicht in diesem strukturbezogenen Schutz. Er eröffnet in seiner subjektiven Wende vielmehr zudem die Möglichkeit, den bestehenden Schemata und Figuren ungeahnte Abwandlungen hinzuzufügen. Grundrechte schützen in diesem Verständnishorizont nicht nur und noch nicht mal primär nur den Einzelnen, sie schützen auch die Strukturen, aber sie schützen eben mit den Voraussetzungen von Kreativität zugleich den kreativen Prozess als solchen und damit das Überschussmoment, das von ihm transportiert werden kann. Damit komme ich zum Plagatsdiskurs und der Frage, wie wir damit umzugehen haben.
Wenden wir jetzt schließlich den Blick auf diese Plagiatsfälle, dann zeigt sich die Problematik einer Argumentation, die ganz einheitlich das Schema Urheberrecht auf alle diese drei genannten Konstellationen oder mögliche weitere Fallkonstellationen aufpacken möchte. Umgekehrt muss man vielleicht konstatieren, dass im wissenschaftlichen und im künstlerischen Kontext der Plagiatsproblematik jeweils eine ganz andere Funktion zukommt, die dann wiederum rechtlich reflektiert und in die juridischen Prozesse eingespeichert werden müsste. Schauen wir zunächst einmal auf die Kunst. Innerhalb der Kunst, so könnte man konstatieren, ist das Hauptproblem der Plagiatsfälle die finanzielle Dimension der rechtlichen Absicherung. Offenbar geht es vorwiegend um ökonomische, wenn wir diesen Fall Helene Hegemann nehmen, geht es vorwiegend um die ökonomischen Folgen der Verwertungsrechte. Geschützt wird das Interesse des Künstlers, aus seinen Werken den möglichen entstehenden Gewinn zu ziehen. Der Charakter als Kunstwerks muss davon gar nicht unbedingt berührt werden. Ein Kunstwerk kann auch unter Verletzung von Copyrights als Collage fremder Passagen entstehen. Wenn die Verletzung ans Licht kommt, muss dann nur, und das ist genau das, was in dem Fall Helene Hegemann geschehen ist, im Nachhinein den eigentlichen Urheberrechtsinhabern eine hinreichende finanzielle Kompensation gezahlt werden. Das Werk und in geringem Maße auch der Künstler wird damit aber nicht grundsätzlich diskreditiert, als nicht kunstfähig gewissermaßen disqualifiziert. In diesem Sinne scheint es mir in diesen Fällen weniger um den Schutz der Kunst als um den Schutz der Künstler zu gehen, eben insoweit ihre finanziellen Interessen betroffen sind. Anders liegen die Dinge im wissenschaftlichen Bereich. Jedenfalls bei den Qualifikationsschriften, und übrigens die beiden Co-Autoren in diesem Werk zur juristischen Arbeitstechnik haben beide ihre Dissertation auf eine ähnliche Weise zusammengebracht und sind dementsprechend jetzt nicht mehr auf der hoffnungsfrohen Straße zur Wissenschaft unterwegs. Also im wissenschaftlichen Bereich liegen die Dinge offenbar anders, denn bei den Qualifikationsschriften steht weniger das Werk als vielmehr der Wissenschaftler im Mittelpunkt. Mit dem akademischen Titel wird seine Fähigkeit zur handwerklich sauberen Arbeit, was immer das dann sein mag, aber eben offenbar nicht diese Variante, prämiert. Diese Fähigkeiten bilden die Grundvoraussetzungen, um das Personal der Scientific Community zu rekrutieren und damit diese Community als solche überhaupt fortsetzen zu können. Eine rein werkorientierte, an eher aus ästhetischen Kategorien geschulte Lesart würde dementsprechend dem Werk, dem Problem dieser Personalrekrutierung nicht gerecht. Sie können natürlich sagen, die Dissertation von Herrn zu Guttenberg war ja offenbar gut lesbar. Ja, also offenbar, so gesehen hätte man doch als bloßes Buch damit gar kein Problem. Aber eine solche verengende Verlesart würde verkennen, dass es eben gerade nicht um das einzelne Werk, sondern um die Reproduktion des Systems als solche geht, das auf bestimmte personale Träger angewiesen ist. Das besagt, dass wir Collage-Techniken im wissenschaftlichen Bereich zwar nicht schlechthin ausschließen können, im Gegenteil, das ist durchaus zulässig, Walter Benjamin hat ja davon geträumt, ein Werk ausschließlich aus Zitaten zusammenzustellen. Die Erkenntnis, dass sich auch im wissenschaftlichen Bereich Denken nur als Zitatencollage, nur aus Zusammenfügung von bereits bestehenden Denkfragmenten überhaupt vollzieht, lässt sich auch für den wissenschaftlichen Bereich viel mehr aufrechterhalten. Diese Erkenntnis dispensiert aber wegen des Bezugs auf das Gesamtsystem nicht von dem Erfordernis, die Zitate in diesem Bereich als solche auszuweisen. Insofern reichen ironische Selbstreferenzen anders als im künstlerischen Bereich offensichtlich nicht aus. Und mit solchen ironischen Selbstreferenzen und ihrem Relevanz für den künstlerischen Bereich möchte ich schließen mit einem jetzt meinerseits ausdrücklich nachgewiesenen Zitat, das voller solcher ironischen Selbstreferenzen steckt und deswegen interessanterweise dennoch zunächst mal inkriminiert worden wurde, nämlich das bereits erwähnte Werk Absolute Roadkill von Helene Hegemann. Interessanterweise, weil diesem Werk sein Collage-Charakter vorgeworfen wurde, obwohl und vielleicht auch gerade weil der Roman diese Technik ganz ausdrücklich thematisiert, also nicht nur stillschweigend praktiziert, sondern auch zum Thema erhebt. Die gleich zu zitierende Stelle ist in dieser Hinsicht besonders deutlich. Sie nennt das eigene Verfahren ganz explizit beim Namen. Dennoch scheint mir, man würde den Charakter des Romans verkennen, wenn man ihn einseitig auf der Seite eines entsubjektivierten Werkbegriffs
verortete, damit wird man wahrscheinlich dessen seiner Verfahrenstechnik dann doch nicht gerecht. Hegemanns Collage wird vielmehr zugleich auf eine bemerkenswerte Weise selbst wieder in den Dienst eines durchaus romantischen Subjektivismus gestellt. Also wenn Sie so wollen, jetzt ein Rückschlag durch den, nach dem Tod des Autors, einen Rückgang in das romantische Geniekonzept. In dem Sinne, dass wiederum die Sicht eines empfindsamen Subjekts und dessen Versuch, authentisch zu leben und zu arbeiten, Zentrum gerade des Collage-Verfahrens sein soll. Die Collage ist in diesem Sinne weder klassisch romantisch noch modern, sondern postmodern. Sie spielt mit den Versatzstücken eines Kreativitätsverständnisses, das gerade in seiner Verwandlungsfähigkeit von der Autorin in jetzt mehrfachem Sinne, in Anspruch genommen wird. Und das ist mein abschließendes Zitat. Ja, it is mixed by you, it's mixed like shit. Berlin is here to mix everything with everything, Alter. Ist das von dir? Berlin is here to mix everything with everything, Alter. Ich bediene mich überall, wo ich Inspiration finde und beflügelt werde. Mift, die Filme, Musik, Bücher, Gemälde, Wurst, Lyrik, Fotos, Gespräche, Träume, Wolken, Licht und Schatten. Genau weil meine Arbeit und mein Diebstahl authentisch werden, sobald etwas meine Seele berührt. Es ist egal, woher ich die Dinge nehme. Wichtig ist, wohin ich sie trage. Es ist also nicht von dir, nein, von so einem Blogger. Ich danke Ihnen herzlich. Nachdem das immer wieder so kommt, ist halt doch die Anmerkung erlaubt. Der Grund, warum das Objekt auf der linken Seite so aussieht, wie es aussieht, ist der, dass Duchamp damit eine gängige Form der Madonnendarstellung oder auch der Buddha-Darstellung in einem realen Objekt wiederfindet. Deswegen steht es auch so da, wie es dasteht, mit diesem Zufluss des Wassers unten in der Mitte und nicht vertikal von oben. Also der Vergleich, dieses durch seine Positionierung erst in die sehbare Form gebrachte Objekt mit den Pissoirs auf der rechten Seite, ist unstatthaft. Ja, deswegen habe ich es gemacht. Das ist aber das kriegen Ihre Studenten nicht mit. Doch, weil ich Ihnen versuche zu klappen, und ich würde sagen, insofern ist es tatsächlich, könnte man höchstens sagen, es ist ein schlechtes Beispiel für die Objektivierung, weil es natürlich durch die Entkontextualisierung, Neurekontextualisierung und die tatsächlich eben neu in Bezugsetzung zu einem ganzen Assoziationsgeflecht einen anderen Gehalt erlangt. Und trotzdem ist es für den unbedachten Beobachter, und das macht es sehr interessant, zu sagen, zunächst mal eben nicht möglich. Und das, die Pointe im grundrechtlichen Bereich ist immer die zu sagen, wer konstituiert eigentlich das Kunstverständnis? Das Kunstverständnis wird eben nicht rein subjektiv, nicht rein objektiv, sondern durch so einen Kommunikationsprozess zwischen Künstler und Kunstöffentlichkeit geschaffen. Und dafür ist es ein gutes Beispiel. Wunderbar, vielen Dank. Eine zweite Frage jetzt. Wie stehen Sie zu dem Problem des Selbstplagiats? Das ja im wissenschaftlichen Bereich ein großes Thema geworden ist. Gibt es dazu juristische Überlegungen? Ja, der Münchner Kollege Volker Riebler hat ja ein Buch geschrieben, Plagiat, wo er tatsächlich diese Kategorie des Selbstplagiats auch prägt, vielleicht nicht erfunden hat, aber zumindest sehr massiv. Das scheint mir nicht plausibel, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, dass Selbstplagiat heißt, dass einfach dass man sich selbst zitiert.
dass man Textpassagen im Copy-Paste-Zeitalter eben einfach ganze Absätze, vielleicht ganze Seiten aus früheren Veröffentlichungen in neuere Veröffentlichungen hinein rüber kopiert. Und das Problem besteht natürlich darin, dass man einfach seine Veröffentlichungsliste damit streckt. Aber das scheint mir dennoch nochmal ein anders gelagertes Problem zu sein. Das ist tatsächlich vor allen Dingen ein Problem des Ausweises, dass man das vielleicht nach am Anfang da tun müsste. Aber es ist eine anders gelagerte Problematik als die Aneignung von tatsächlich fremden Gedankengut. Ja, also nur ganz kurz. Duchamp hat sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen Interpretationen dieser Art und dass es ästhetisch sei und so weiter. Aber vielleicht machen wir das beim Abendessen. Duchamp, das dauert zu lange. Ich wollte einen anderen Punkt ansprechen. Hochachtung vor Ihrer Kurzdarstellung der Kunsttheorie im geschichtlichen Abriss. Nur der Punkt, romantisches Geniekonzept. Das wird immer missverstanden. Die Zeit um 1800 ist eine unglaubliche Zeit. Also sagen wir 1780 bis 1820. Das ist unvergleichlich, was da an Ideen geboren wird. Und da gibt es zwei große Strömungen. Wir nennen die abgekürzt Klassik und Romantik. Und die Klassik entwickelt das Konzept des Künstlers als Subjekt und Autor. Und die Romantik entwickelt ein Gegenkonzept. Unter dem Namen Genie, das ist richtig, aber Genie heißt Ingenium. Und was ist gemeint? Der klassische Künstler oder der Künstler im Sinn der Klassik, der schafft etwas von sich aus, sua sponte. Der romantische Künstler versteht sich so, dass er ein Medium ist und gerade nicht von sich aus, nicht als Autor, nicht als Subjekt schafft. Und er ist das Medium der Natura Naturans. Also bei Caspar David Friedrich zum Beispiel explizit und alles zu sehen. Und das sollte man nicht... Bitte? Ja. Ja. Gut, man kann sehr viele Differenzierungen noch anbringen und Runge ist wieder anders und natürlich ist die Dichtung anders und. Aber bei Friedrich stimmt's. Punkt. Und ich will hier kurz sagen... Also das sollte man sehen. Insofern ist das romantische Konzept, wenn auch kurzfristig und nur wirksam, eigentlich ja sehr zukunftsweisend. Das kommt dann später. Also man kann sagen, Roland Barthes, naja, da ist es eher dann die Aufnahme von Natura Naturata, wenn das dann Zitatcollage ist. Aber ich denke, das sollte man unterscheiden. Die Subjektästhetik gehört der Klassik und nicht der Romantik. Kleine zweite Bemerkung, da war ich einfach jetzt rechtstheoretisch verwirrt, die Zeiten, wo ich mit dem Grundgesetz unter dem Arm rumlief, weil ein Justizminister gesagt hatte, das tue er nicht, tat ich das einige Jahre lang, sind vergangen, aber ich glaube, mich zu erinnern. Also die Grundrechte sind erstens Individualrechte, historisch gesehen. Abwehrrechte gegen staatliche Übergriffe, das ist unbestreitbar. Sie sind Personalrechte. Wenn Sie erwähnen, die Freiheit für Kunst und die Freiheit der Wissenschaft, das sind keine Grundrechte. Die gehören nicht in den Grundrechtskatalog, meines Wissens. Grundrechte sind Individualrechte. Und oder? Also Sie kennen es genauer, den Text. Ja, ich bin ganz schlecht irgendwie darin, so Paragraphennummern auswendig zu merken. Aber in dem Fall würde ich sagen, das ist tatsächlich im ersten Abschnitt des Grundgesetzes, 5 Absatz, also der Artikel 5, Absatz 3, lautet, Kunst und Wissenschaft sind frei. Und dann kommt das in Freiheit der Lehre und sonst. Und ansonsten gibt es nichts. Es gibt nicht den... Doch, ist im ersten Abschnitt des Grundgesetzes. Ansonsten gäbe es keine individuelle Kunstfreiheit. Das taucht nirgends sonst auf. Also an der Stelle... Also als Journalistin darf ich jetzt mal da reingrätschen, ja? Ja. Also ich würde wirklich gerne, ich erlebe auch wirklich immer große Unbehagen, also das verkommt ja immer mehr zu einem Expertenstreit. Dann würde ich vorschlagen, versammeln Sie sich alle auf dem Podium, aber ich möchte jetzt mal ganz ohne Plagiatsverdacht den Kollegen vom Presseclub zitieren. Die Fragerunde ist nicht dazu da, dass die Experten weiter diskutieren und unter sich bleiben, denn wir haben hier Referenten, die jeweils zu ihrem Thema für sich stehen und eigentlich für ein Auditorium, nicht nur, wie gesagt, für Journalisten, sondern auch für andere Teilnehmer,
so verständlich sich versuchen auszudrücken, dass wir selber diese Prozesse versuchen nachzuvollziehen. Und wenn wir dann irgendwelche Verständnisschwierigkeiten haben bei jedem einzelnen Referenten oder Referentin, dann Rückfragen stellen können, die wir möglichst auch einigermaßen niedrigschwellig verstehen können. Aber jetzt finde ich wirklich, nimmt das hier eine Form an, dass jetzt vier Referenten auf einmal, wie gesagt, weiter diskutieren und den Stein der Weisen suchen. Haben Sie denn noch mal vielleicht eine Frage? Nee, das ist ja jetzt ganz aus dem Ruder gelaufen. Also ich denke, ich würde das tatsächlich, aber es ist ja schon durchaus ein relevanter Punkt. Und das wäre mir etwas, worum es mir schon geht, zu sagen, was heißt Grundrechtsschutz? Sind Grundrechte dafür da, einzelne individuelle Träger zu schützen? Das ist die klassische Lesart. Und davon gibt es eine abweichende Lesart, die sagt, nein, das ist doch eigentlich absurd. Man ist doch gar nicht individuell Wissenschaftler oder Künstler. Sie können sich doch nicht morgens aufstehen und sagen, ich bin als Wissenschaftler. Sondern sie werden sozialisiert in einem bestimmten Umfeld und der Schutz muss dann eben auch auf dieses Umfeld sich erstrecken. Und da würde ich sagen, dass es insofern, tut es mir leid, wenn das sozusagen, wäre es mir schon wichtig, dass auch nochmal, wenn da Nachfragen kommen, welcher Art auch immer, wissenschaftlich oder journalistisch, da nochmal versuchen, das zu klären, weil es tatsächlich so ist, dass das Grundgesetz an der Stelle sich anders äußert. Und das Interessante ist für mich, dass man eben sagen könnte, dieses Kreativitätskonzept hat genau diese Spannung auch zwischen dem Strukturschutz, gewissermaßen dem strukturbezogenen, dem, was bereits vorliegen muss, damit wir überhaupt miteinander sprechen können. Die Sprache ist ja wirklich das Beispiel dafür für schlechthin. Und gleichzeitig eben immer so eine überschießende Tendenz, die wir schlecht benennen können, für die Kreativität ja offenbar so ein ganz eher so hilfloser Ausdruck ist. Ja, wir sind weitgehend in Konventionen verfangen. Wenn wir sprechen, hängen wir Versatzstücke aneinander von Stereotypen, die wir einfach mit denen wir sozialisiert worden sind. Und zugleich versuchen wir doch immer auch innerlich gegen diese bloßen Stereotypen anzukämpfen und denen irgendwie etwas Neues abzugewinnen. Und das scheint mir genau der Prozess zu sein, den wir als Kreativität beschreiben. Und es scheint mir eben durchaus auch ein Prozess zu sein, den wir im grundrechtlichen Bereich nennen können, wenn wir sagen, dieser Individualbezug, der führt dem System etwas Neues hinzu. Der ist nicht der Kern des Systems. Das ist sozusagen die klassische Lesart. Er ist nicht das eine der Kern, aber er ist auch nicht irgendwie einfach zu ignorieren, indem man sagt, wir schützen die Wissenschaft als System oder so etwas. Bitte, Sie haben noch mal. Ja, wenn Sie jetzt ganz einfach wollen, dann würde ich auch gerne mal jetzt allgemeinverständlich sagen. Ja. Natürlich denke ich für mich an der Logik, habe ich auch selber gelernt in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Ich darf eigentlich alles Gänsefüßchen klauen, ich muss es nur kennzeichnen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich auf Sekundär- oder Tertiärquellen beziehe, ist sozusagen mein eigener schöpferischer Akt, dass ich darlege, was ich daraus Neues fabriziere. Ja? Und meine Mutter, die nie studiert hat, hat immer schon, ich sag mal wieder Vox Populi, hat gesagt, das Einzige, was für mich Wissenschaft ist, das sind Naturwissenschaftler, weil die machen Experimente und da kommt was Neues raus und du mit deinen Geisteswissenschaften, ihr schreibt immer nur von anderen ab. Und ich finde, das sollten wir ernst nehmen, weil da eigentlich schon dieser Kern drin ist, wo ist eigentlich da wirklich die eigene Schöpfung. Aber solange wir das kenntlich machen, und da sind wir schon, finde ich, im juristischen Bereich, was ist Plagiat und nicht, wenn ich etwas wirklich ohne, das war jetzt, muss ich leider sagen, auch bei der Forscher waren, wenn ich etwas wirklich einfach abschreibe, dann ist das doch Klauen, wirklich Klauen. Und ich denke, das ist juristisch auch unstrittig, oder? Ja, also das ist die... Ich würde da auch nochmal gleich anknüpfen. Sie haben ja nämlich die Unterscheidung gemacht bei dem Roman von Helene Hegemann, dass es einerseits also eine Verletzung quasi auch ökonomischer Interessen gibt, die sind dann juristisch relevant, also musste der Blogger einen Teil der Einnahmen bekommen. Andererseits haben Sie gesagt, was den ästhetischen Wert des Romans angeht, dadurch, dass sie quasi eine ironische Selbstreferenz eingefügt hat, ist da der Wert nicht beschädigt. Habe ich das richtig verstanden? Selbst ohne die Referenz wäre es vielleicht relevant. Ich würde sagen, das ist der Unterschied zwischen einer Autor- und einer werkbezogenen Lesart. Zu sagen, ich kann den Roman als Kunstwerk gutieren, ohne genau zu wissen, welche Herkunftsländer gewissermaßen jeder einzelne Satz aufzuweisen hat. Ich kann eine insbesondere wissenschaftliche Qualifikationsschrift auch als Text so gutieren, aber ich kann nicht die Qualifikationsleistung, die damit erbracht werden soll, entsprechend bewerten. Und deswegen würde ich sagen, ist an der Stelle der Bezug ein anderer. Man kann ja dieses Hegel-Zitat, können Sie ja auch auf den Wissenschaftsbereich erstrecken und sagen,
es geht gar nicht um den Wissenschaftler. Was der subjektiv weiß, ist, kann mir relativ egal sein. Sie können ja mit 99%iger Gewissheit unterstellen, dass diese Hunderttausende von Fußnoten, die gerade in juristischen Arbeiten existieren, dass die keineswegs irgendwie darauf hinweisen, dass der Autor das auch alles gelesen hat. Aber das ist ja auch egal, das hat ja nicht die Funktion, dass Sie das subjektive Wissen des Autors kennenlernen, sondern dass Sie objektive Querverweise bekommen, die Ihnen vielleicht weiterhelfen. Und das wäre sozusagen, deswegen würde ich sagen, es ist kein Betrug, wenn ich eine Fußnote setze zu einem Werk, das ich nicht bis zur letzten Seite durchgelesen habe. Das ist... Das war hier noch eine Frage. Ja, eigentlich keine Frage. Also ich fand es interessant, dass Sie gesagt haben, zunächst mal wäre die illegale Kopie des Romans oder was auch immer ja ein Dienst am Werk in gewisser Weise, weil es verbreitet wird, weil es zur Kenntnis genommen wird. Also es kommt ja eigentlich dieses Problem, dass das justifizabel wäre, kommt ja erst dadurch rein, dass der Verfasser gezwungen ist, davon zu leben, dass er das veröffentlicht hat, beziehungsweise gezwungen ist, seine Leistung nachzuweisen in der Wissenschaft, um Karriere zu machen. Ansonsten könnte man ja wirklich sagen, das ist ein wissenschaftlich hochinteressantes Buch, mir ist vollkommen egal, ob das zusammengeschrieben oder sonst was ist, entweder mich beeindrucken die Argumente oder sie beeindrucken mich nicht. Also das heißt, das ist eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen, dass sich das Plagiat überhaupt ergibt. Sonst gäbe es das Problem nicht. Sonst gäbe es nur das Problem, dieses Buch ist interessant oder nicht, wurscht, egal, ob Wissenschaft, ob Roman und fertig. Ne? Also das, diese beiden Bereiche in der Wissenschaft, es muss mir zurechenbar sein für meine Karriere und beim Autor, es muss mir zurechenbar sein für meine Lizenzgebühren. Das ist etwas, was erst dadurch zustande kommt, dass die Leute darauf angewiesen sind, so ihr Berufsleben zu verbringen. Ja, vielen Dank. Das finde ich sehr hilfreich, weil es im gewissen Sinne mir darum ja auch ging zu sagen, es sind keine selbstverständlichen Gegebenheiten, dass wir sagen, der Autor verfügt über sein Recht, sondern das sind offenbar soziale Prozesse, in denen irgendwann das sich in diese Richtung entwickelt hat. Und beim Copyright kann man es ganz gut verfolgen, dass natürlich vorher keine völlig ungeregelte Situation bestand, aber sehr viel stärker der Verlag, der Verleger dort seine Interessen geltend machen konnte. Und dass der Autor so spezifisch in den Mittelpunkt rückt, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die im 18. Jahrhundert sich erst einsetzt und vollzieht und erst dem Autor auch gegen seinen Verleger dann entsprechende Verwertungsmöglichkeiten einräumt. Und das wäre dann sozusagen die Pointe zu sagen, wir haben eben hier Figuren, die sich wandeln, die wir nicht als in irgendeinem Maße ontologische Data zu akzeptieren haben, sondern wo wir bestimmte Evolutionsprozesse nachverfolgen können und sagen können, ein Stand der Dinge, der heute erreicht ist, müssen wir vielleicht nicht als in Stein gemeißelt begreifen. Ich bin jetzt ein bisschen zu spät dann, weil jetzt die Diskussion sich schon weiterentwickelt hat, wollte aber in dem Zusammenhang, weil ich finde, das macht eben auch diesen Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft doch einmal sehr anschaulich, auf die sogenannte Appropriation Art hinweisen, eine Richtung, die in den 80er, 90er Jahren eigentlich sehr, sehr verbreitet war, jetzt wieder sehr stark in den Mittelpunkt rückte durch Evans Dörtevens Tod auch, die hat ja auch im Moment, ich habe jetzt leider vergessen, in welchem Museum, nochmal eine große Retrospektive, aber wo eben Künstlerinnen und Künstler hergingen und sich an Werke von anderen angeeignet haben, wo es dann oft auch schwer ist, die Vorlage sozusagen von dem Werk zu unterscheiden und wo dann eben auch als Konzept eben mit diesen Fragen eigentlich oder diese Fragen eigentlich auch verhandelt werden. Und ich denke, das wäre ja in der Wissenschaft eben undenkbar, dass jemand dann wirklich mehr oder weniger ganze Werke wirklich abschreiben würde. Da geht es ja immer nur dann um Zitate bei den wissenschaftlichen Plagiaten. Da wäre es ja völlig außerhalb der Vorstellung, dass tatsächlich ein Wissenschaftler ein ganzes Werk eines anderen Wissenschaftlers mehr oder weniger wortwörtlich übernimmt. Ja, außer natürlich bei den Extremfällen von wissenschaftlicher Forschungsergebnisfälschungen, die ja jetzt auch sehr häufig in der Diskussion
Produktion sind. Aber ich denke, da wird nochmal wirklich so schlaglichtartig eigentlich deutlich, wie der Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft jetzt im Hinblick auf diese Fragen besteht. Nur eine Bemerkung noch kurz dazu eben. Also es gibt doch immer noch einen Unterschied zwischen einer künstlerischen Freiheit als Autor und einer wissenschaftlichen Methodik. Die kann ich doch qualifizieren. Also der Unterschied ist doch da. Ja, also wir haben ja heute schon darüber gesprochen, über auch die Unterscheidung am Paradigma arbeiten, im Paradigma arbeiten. Und dann haben Sie eben die klassischen Fälle, wo bei Friedrich Kittler 13 Gutachten zur Habilitationsschrift geschrieben werden müssen, weil sich 12 Gutachter nicht einig sind, ob das Ganze noch Wissenschaft ist. Und mittlerweile ist es ein Klassiker, nicht? Das ist so ein bisschen, also Sie können natürlich genau die Situation haben, wo Sie nicht mehr im Paradigma arbeiten und deswegen von einer Reihe der Etablierten das Ganze einfach als Humbug abgetan wird. Das kann ja auch Humbug sein, aber es kann eben auch sein. Kann ich? Also ich wollte noch den Ball flechten, was Frau Hausmann gerade ansprach. Es ist ja nun einfach so, dass bestimmte Kriterien und bestimmte Paradigmen sich so dermaßen verändert haben, auch im Umgang mit Zitat und Aneignung. Also ich sprach die Appropriation an, ich sprach Elaine Sturtevant und Mark Bidlow und so weiter an, die ja nicht irgendwie auftauchten und sagten, das ist ein Wall oder das ist ein Picasso oder ein Jackson Pollock bei Bidlow und so, sondern die durch diese Aneignung das als ihr Bild ja auch kennzeichneten. Und das ist nun einfach eine Technik, die wir auch gerade in Zeiten der neuen Medien immer wieder auf allen verschiedenen Ebenen erleben. Dieses, was die Hegemann da geschrieben hat, ist im Endeffekt auch auf dieser Ebene, dass einfach auf der Ebene der sozialen Medien ein Austausch von Ideen, Bildern etc. mittlerweile gepflegt wird, dass auch diese Art von Unrechtsbewusstsein und diese Idee der Urheberschaft oder Autorschaft, die spielt da auch keine Rolle mehr, weil das, wenn man so will, ist der neue Flow, der entwickelt wird, der eben auch dieses Partizipative, was ich heute in einem ganz anderen Zusammenhang schon mal erzählt habe, sozusagen zur grundsätzlichen Basis jeglicher künstlerischen Äußerung oder auch wissenschaftlichen Äußerung machen kann. Und wir dürfen eins nicht verkennen, wir haben einen Autor gehabt, schon vor 20 Jahren, das war Umberto Eco in seinem Foucault'schen Pindel. Dieses Buch ist auf der einen Seite ein Kunstwerk, ein Roman, und es ist gepflastert mit Zitaten aus wissenschaftlichen Büchern, die als solche nicht kenntlich gemacht wurden. Er hat da selber dazu geschrieben, im Buch selbst ist es erwähnt, und damals hat sich noch überhaupt niemand aufgeregt. Das Buch besteht bestimmt zu einem Drittel aus Textzitaten. Na, das. Ja, genau. Ja. Also, ich würde tatsächlich diese Auseinandersetzung um die Plagiate im gewissen Sinne auch so als Rückzugsgefechte deuten. Ja. Bei Frau Hegemann ist das ganz interessant, weil sie sich in Interviews eben auch ausdrücklich geäußert hat zur eigenen Identität und eigentlich sagt, ich bin doch gar nicht die Person, ich bin doch auch nur ein Sample aus unterschiedlichsten kulturellen Versatzstücken. Und mir scheint schon, dass diese Debatte, deswegen war ja der Versuch zu sagen, dass das so eine Reromantisierung ist, ein Stück weit der Versuch ist, wieder so ein stabileres Subjekt zu etablieren. Ja. Und in dem Sinne, und die Appropriation-Variante, da würde ich sagen, das ist natürlich eine ironische Brechung eines etablierten Mechanismus. Das ist dann nochmal was anderes als diese aktive und als dieses so eher indirekte Unterlaufen eines solchen Prozesses. Da wird das auch in die explizite Ebene gehoben und damit ja nochmal ein anderer Gegenstand der Auseinandersetzung. Gibt es noch Fragen? Sonst, denke ich, können wir mit diesen wunderbaren Irritationen für unser Verständnis und auch als Autorenverständnis den heutigen Tag beenden. Es sind, glaube ich, viele Anregungen und auch zum Glück viele offene Fragen entstanden. Und das zeugt ja davon, dass es wirklich eine spannende Veranstaltung heute war. Ich würde gerne das Schlusswort an Frau Hausmann geben. Ich leider mal wieder